Windenburg. Der perfekte Ort, um neue Freunde zu finden und neue Aktivitäten für deine Sims in Die Sims 4 Zeit für Freunde zu entdecken. Hier im Café genießt die High Society, eine Gruppe von Gourmets, ein frisches Croissant und nippt frisch zubereiteten Espresso. Im Inneren dieses neuen Schauplatzes wartet ein Barista nur darauf, deine Bestellung entgegenzunehmen. Besuche mit deinen Sims das Haus der Gezeiten, das öffentliche Schwimmbad Windenburgs. Die Idole stolzieren angeberisch herum, während die Fitnessfreaks ihre Sprungkünste auf dem neuen Sprungturm präsentieren. Den Oldies but Goldies ist es nie zu früh. Du findest sie immer im Pub bei einer Runde Dart. Aber ein Ausflug nach Windenburg wäre ohne einen Besuch der Klippen nicht komplett. An diesem idyllischen Fleckchen gibt es einen Naturpool. Das Kronjuwel dieser europäisch inspirierten Welt ist der spukende Landsitz. Das historische Heim von Mimsy und Lord Bernard von Black Forest. Üppige Gärten und eine prachtvolle Inneneinrichtung erwarten dich. Mit der Erkundung der Ländereien und des zauberhaften Schlosses kann man locker einen ganzen Nachmittag verbringen. Aber sei vorsichtig, du solltest das Heckenlabyrinth vor Sonnenuntergang verlassen haben. Das Nachtleben von Windenburg ist legendär. Die Spin Masters lassen die ganze Nacht ihre Beats erklingen. Doch die Party ist noch lange nicht zu Ende. Schleich dich mit der tragbaren Bar zur Ruine, um die Party fortzusetzen. Schließlich kannst du nie wissen, was dich nachts in den Büschen erwartet. Komm nach Windenburg, finde neue Freunde, erstelle Gruppen und genieße das Leben.